So, nochmal zurück zu ERC Market. Also ich habe bei dem Modellbauhändler ERC Market, also wie gesagt, wenn ich Hersteller wäre und ich würde merken, dass Händler mit meinen Produkten nicht wissen, wie sie richtig umgehen würden. Ich als Hersteller würde mich dann wahrscheinlich mit anderen Herstellern zusammentun und würde denen dann sagen, hört mal zu. Jetzt liefern wir dem Versandhändler mal gar nichts mehr, ne? Und dann bricht so der erste Hersteller, bricht den weg, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, bis der Hersteller dann mal begreift, der Händler, die Hersteller wollen das nicht, ne? Die suchen sich jetzt einen anderen Händler. Also der Hersteller, das müssen mal Menschen begreifen, ist die Werkbank, ne? Also das sind die Typen und die Frauen, die das Produkt machen. Der Händler ist der Geldmensch, ne? Also das muss der Mensch begreifen. Die Werkbank muss immer Power haben. Die müssen die Power in der Hand haben. Wenn die Werkbank nicht mehr die Power in der Hand hat, dann werdet ihr bald merken, dass die Geldfuzis es so machen, wie es ihnen passt. Und dann ist aber die Werkbank, das sind diejenigen, die es machen, the makers, sind eigentlich immer die Doofen. Ich weiß nicht, ob das Hersteller begriffen haben. Deswegen, mein Stiel haut ja auch schon ab hier aus Deutschland. Überlegen sich schon, weil sie die Kakophonie Nase voll haben von deutscher Bürokratie. Wie gesagt, Esprit macht hier alle Läden zu in Deutschland. Bin mal gespannt, wie lange Intersport sich noch hält. Sportcheck gibt es ja auch nicht mehr. Bin mal gespannt, wie lange Schuster sich noch hält. Hertie, Kaufhof und wie sie alle heißen, Oberpollinger gibt es ja nicht mehr. Das Alsterhaus in Hamburg wird ja auch schon verkauft an Thailand. KaDeWe Berlin wurde auch schon verkauft an Thailand. Oberpollinger wurde auch schon verkauft an Thailand. Also wie gesagt, wir sind ja nur noch am BayWa. Mal sehen, wie lange die sich noch halten. Also das finde ich ist so, das müssen Hersteller, Firmen, Hersteller, die was bauen, was machen. Deswegen wahrscheinlich kann man dann irgendwann Steve Jobs verstehen. Der hat wahrscheinlich irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, mich mit lauter dummen Händlern mich abzuquälen. Ich baue jetzt mein eigenes Store-Netzwerk-Konzept. Ne? Dann habe ich wenigstens Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, statt ich lauter schlechte Verkäufer habe. Und ERC Market, das ist ein ganz schlechter Verkäufer gerade, mit dem ich es zu tun habe. Also um das nochmal zu erklären. Ich habe hier zwei Sachen gekauft. Also das ist jetzt erstmal hier 40 Euro. Also das war das eine. Zweimal Crown Gears bei ERC Market. Das kostet eins, kostet 2 Euro. Ne? Davon habe ich zwei bestellt. In 16T 6 mm Modul 07. Geschickt haben sie mir, wie gesagt, ein 16T und ein 18T. Dann musste ich erstmal schon mal mit Alex ewig lang rumdiskutieren. Mensch, Alex, sieh zu, dass du endlich in die Puschen kommst und mir das Richtige schickst, ne? Also das ist so ein bisschen wie One.com, dass man dann den ganzen Tag irgendwie ständig mit irgendwelchen Fuzis da hin und her quatschen muss, wo man sich sagt, Mensch, kann doch nicht so schwierig sein, Fuzi. Also das habe ich bestellt und das will ich im Briefkasten haben. Ich will nicht ein 16T und ein 18T im Briefkasten haben, ich will zwei 16T im Briefkasten haben. Da musst du mit Alex erstmal mit so einem Hotliner. Ich würde den rausschmeißen.
würde den arbeitslos melden. Ich würde den, also so einen Typen würde ich nicht bezahlen, wenn ich Händler wäre. Der auch dann noch dazu noch so einen schlechten Job macht, den man alles aus der Nase ziehen muss, dann mach's doch so. Also wenn der Kunde dem Händler noch sagen muss, was er zu tun hat, statt der Händler sagt, ja stimmt, Sie haben recht, das ist, stimmt wirklich nicht, wir schicken Ihnen das sofort raus. Hier ist das Label, da können Sie uns das 18T zurückschicken. Nee, der sagt irgendwie, schrieb mir zurück, wir haben sowieso nie Returns, das müssen Sie alles selber zahlen. Habe ich Ihnen nur geschrieben, aber Sie haben doch den Fehler gemacht. Ist doch Ihr Fehler. Ist doch nicht mein Fehler. Also, das war die zweite Bestellung. Da war schon ein Fehler drin in der zweiten Bestellung. Also selbst für die 30,30 € musste ich dann noch 8,50 € zahlen, damit ich dann ein Päckchen schicke nach Belgien, damit ich ihm das auf eigene Kosten, das falsche verpackte 18T noch zurückschicke. So, jetzt habe ich natürlich noch aus einer anderen Bestellung, hatte ich noch was bestellt. Das war die erste Bestellung. Also erstmal zu PayPal. Also wenn man sich einloggt, man findet diesen Conversation nicht. Ich suche wie blöd dieses Resolution. Also in dem Home, wenn ich mich einlogge, will ich doch sehen, da ist noch eine Dispute offen oder irgendwie sowas. Ne? Man sucht sich dumm und dämlich, um dieses Ding zu finden. Ich muss dann ständig in mein E-Mail gehen. Muss diese E-Mail aufrufen, wo ich dann den Link finde. Ne? Da muss ich dann View Conversation, damit ich dann die Dispute sehe hier. Das ist schlecht gemacht bei PayPal. Also wenn man offene Disputes hat, dann will man das irgendwie auf der Homepage sehen. Da muss man nicht lange rumsuchen. Schlecht. Elon Musk und wie sie alle heißen, die PayPal-Erfinder schlecht gemacht. Das hat mir, wie gesagt, viel zu lange gedauert, da hin und her zu diskutieren mit dem Herrn, um dann zu wissen, wie der Herr das machen muss, damit er dann weiß, so, das habe ich dann bezahlt. Das war die zweite Bestellung. Das waren die Crown Gears. Das war die erste Bestellung, 40,16 €. Da haben sie, wie gesagt, das war gelistet als sind es zweimal von Mikado Scorpion Pinion Gears. Stimmte auch nicht. Also das hier ist ein Pinion Gear, ist nicht von Mikado Scorpion. Das ist ein Crown Gear. Das gibt es für 9 oder 10 Euro. Ne? Also stimmt der Preis auch nicht. Da wäre ich auch fuchsig als Hersteller, wenn ich sehen würde, die Händler verkaufen irgendwas unter einem anderen Label. Ne? Geht auch nicht. Also das ist so eine Geschichte. Also ja, das 16T, das war ein Mikado Scorpion. Aber wie gesagt, das... Die Madenschraube da, das ist eine M2-Madenschraube. Ich finde die so popelig futzig, dass ich gesagt habe, gut, das ist es nicht. Und das ist angeblich das 15T von Scorpion Mikado. Das ist verpackt, als ist es von Crown Gears. Also da gibt es auch kein Mikado-Label hier drüber. Das ist einfach in Tütchen verpackt und sieht genauso aus wie ein Crown Gear. Deswegen, wenn ich jetzt Crown Gear heißen würde, ja, es geht auch nicht. Ne? Also, dass man dann irgendwie mich verkauft und dann Mikado-Label und Mikado sagt, na, wir sind mehr wert, wir sind 5 Euro mehr wert. Und dann sagt aber der Händler, ja, dann verkaufe ich das einfach als Mikado. Ne? Also, da komme ich, also ich glaube, da kommt sich Mikado, formt sich irgendwie veräppelt vor und Crown Gear kommt sich auch veräppelt vor. Da müsste man jetzt mal die beiden Geschäftsführer fragen, was die davon halten.
Fand ich auch nicht okay. Und das war, wie gesagt, das 18T Crown Gear, was ich dann zurückgeschickt habe auf meine Kosten mit 8,50 €. Und jetzt soll ich mich mit PayPal noch rumstreiten, über eine Dispute-Link, wie viel ich jetzt an Geld zurückerwarten kann. Also wenn ich 40,16 € bezahlt habe, ne? Und ich muss dann noch aus der zweiten Bestellung noch für 8,50 € was zurückschicken und den Typen bitteln und betteln, dass er mir dann wenigstens das, was ich bestellt habe, nochmal richtig verpackt und mir nochmal nachschickt, ne? Und mich dann hinterher noch abquälen müssen mit lauter Finanzbeträgen um 5 € feilschen, ne? Irgendwie sowas, knapp 5 €, dann sage ich mir, warum eigentlich? Also ich habe doch so schon genug Aufwand gehabt. Der Zeitaufwand, also meine Stunde Notar, Rechtsanwalts-Copyright-Stunde, die kostet 800 €. Bugfixing, Testing kostet auch 800 € die Stunde. Also da müsst ihr jetzt noch 800 € draufsetzen, weil mit dem Fuzzi musste ich jetzt so viel quatschen und reden, als wäre es eine Firma One.com. Und ich denke, der Mitarbeiter, der kapiert ja gar nichts. Also wenn ich Hersteller wäre, ich würde die jeden Tag unter die Lupe nehmen. Und wenn ich feststellen würde, dass dann auch noch irgendwelche Händler irgendwas verkaufen unter irgend so einem Firmenlabel, was ja gar nicht richtig stimmt, ne? Also wie gesagt, ich würde jetzt am liebsten mal den Mikado-Geschäftsführer und den Crown-Geschäftsführer anrufen, den Hersteller, und fragen, was macht ihr da eigentlich? Kommt ihr denn euch da nicht beide irgendwie veräppelt vor? Also ich komme mir als Kunde irgendwie veräppelt vor, wenn ich dann irgendwie die gleiche Tüte kriege. Es ist halt ein bisschen anders. Aber es sieht genauso aus wie ein Crown Gear, wird aber als Mikado verkauft, ne? Und für 5 € mehr. Also frage ich mich, was soll dann der Blödsinn? Also bin mir sicher, wenn ich jetzt ein Crown Gear bestellen würde für 9 €, dann würde ich wahrscheinlich das gleiche Tütchen wieder bekommen, ne? Das ist nämlich auf ihrer Webseite jetzt gerade, steht Stückzahl 1 gibt es noch. Das ist genau das 15T, was ich Ihnen zurückgeschickt habe, was Sie mir aber als Mikado verkauft haben. Und ich finde, das ist nicht Mikado, das ist ein Crown Gear. Also der Händler muss doch dann wenigstens wissen, wenn er schon Händler ist und glaubt, er kennt sich mit Geld aus, muss doch der Händler wenigstens wissen, was er dem Kunden verkauft, von welchem Hersteller. Der Händler kann nicht einfach sagen, das ist jetzt, nehme ich jetzt einfach, da bappe ich jetzt einfach, das bappe ich jetzt einfach um, das Label hier, klebe ich einfach auf die andere Seite und sage, ja gut, dann ist es jetzt 5 € mehr wert. Ne? Also, wenn das dann so läuft unter Händlern, da sage ich mir, da mache ich doch als Hersteller nicht mehr mit. Also deswegen, na, ich bin wirklich dafür, dass manche Händler müssen lernen, da bricht der eine Hersteller weg, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte, der neunte, der zehnte. Und dann begreift so ein Händler, begreift endlich, yeah, die Werkbank hat die Power. Ne? Es ist nicht der Händler, der glaubt, er kann mit dem Hersteller so umspringen, wie es ihm passt, sondern die Werkbank, die hat Power, ne? Die Werkbank, das ist Power, ne? Die schreibt vor, wie die zu laufen haben. Und es ist nicht umgekehrt, dass die vorschreiben, wie die Werkbank zu laufen hat, ne? Das müssen mal Hersteller langsam verstehen. Und dann muss ich noch so einen Link finden, damit ich diese Konversation hier finde. Und der Hammer ist noch, der Typ schreibt mir, der Alex, three pinions as discussed. Also, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also, ich habe vier Teile bestellt insgesamt. Ne? Vier Teile. Dann schicke ich ihm hier drei Teile zurück.
Weil das sind aus zwei Bestellungen schicke ich ihm drei Teile zurück. Also bleibt mir ja ein Teil. Ne? Und dann muss ich noch bitteln und betteln, damit ich das richtige Teil noch hinterher nachgesendet bekomme. Dann habe ich doch zwei Teile am Ende, die ich in der Hosentasche habe. In Powerwerkbank. Ne? Da sagt mir der Händler, ich hätte jetzt drei Teile. So, jetzt bin ich hier rausgeflogen. Gut, also das soweit dazu. Macht gerade überhaupt keinen Spaß. Also da muss man noch 8,50 € drauf zahlen, damit man dann aus zwei Bestellungen, die erste, aus der ersten Bestellung schickt man alle Bauteile zurück, weil das passt einem nicht. Da passt mir die zu kleine Madenschraube nicht. Da passt es mir nicht, dass ich 5 € mehr zahlen soll für etwas, was als Mikado verkauft wird, aber gar nicht Mikado ist. Und wie gesagt, das 15T, das gibt es jetzt gerade noch als Crown Gear auf ihrer Webseite, Stückzahl 1. Das ist wahrscheinlich genau das, was ich wieder zurückgeschickt habe. Das 18T, das musste ich Ihnen auf meine Kosten aus der zweiten Bestellung noch zurückschicken. Gut, dann, ich packe es natürlich in einen Karton und nicht separat in zwei unterschiedliche Kartons für 8,50 €. Da wäre ich ja noch blöder. Deswegen habe ich es alles in ein Paket gepackt. Und dann schreibt mir der Händler noch: Es discussed three items. Ne? Und du stehst da wie so ein, kommst dir vor in Deutschland wie so ein von Belgien veräppelter Hampelmann. So ein, kommst dir vor wie so ein Olaf Scholz Gartenzwerg und denkst dir: Belgien so nicht.